Hallo. Themen und Motive meiner Bilder werde ich natürlich öfters gefragt, wie komme ich darauf? Das ist so, dass ich versuche, in gewisser Hinsicht durchlässig zu sein, eine gewisse Offenheit zu haben, mir gegenüber, um zu spüren, wann mich etwas wirklich interessiert. Und dann ist es so, dass gewisse Themen und Motive eigentlich wie von selbst ins Bild gelangen, eine Eigendynamik entwickeln, der ich dann einfach nur noch folgen muss. Und letztlich ist es aber so, dass dadurch dann doch Bilder entstehen, in die man sich hineinbegeben muss, um sie eben letztlich dann zu entschlüsseln. Wobei es nicht so ist, dass ich absichtlich Sachen verunklare. Mir ist, wie gesagt, alles ganz, ganz logisch in meinen Bildern. Ich denke, allgemein ist es gut oder allgemein ist es so, dass man bei der Bildbetrachtung bereit sein muss, sich auf etwas einzulassen und sich in einen unentdeckten Raum zu begeben und dann sozusagen die Führung dem Bild überlassen muss. Und wenn ich dann beginne, dann bereite ich erstmal sozusagen den Untergrund. Ich lege Farbflächen ein, um sozusagen das Feld zu beackern, auf dem ich später dann sehe sozusagen. Und wenn ich das gemacht habe, dann beginnt eigentlich erst der eigentliche malerische Prozess. Und da ist eben sozusagen das Gestalten, das naturalistische Gestalten eines Tierkopfes oder eben einer Biene, ist malerisch interessant. Also die wilden Tiere in meiner Serie Terra Incognita gibt es ja eben auf jedem Bild ein wildes Tier oder ein Reptil. Und das sind im Grunde genommen, jedes Bild ist eine gewisse Art von Landschaftsentwurf. Ein Landschaftsentwurf um ein Lebewesen herum. Und diese Lebewesen sind eben diese Tiere, die mich erst seit neuerer Zeit, aber doch zunehmend interessieren. Man kann da etwas erforschen. Zum Beispiel gibt es ja Wildschweinbilder, dass man plötzlich reingeht ins Bild und merkt, oh Gott, hier sind die Haare. Wie gestalte ich das? Da ist eine interessante Struktur. Wie kann ich das gestalten zum Beispiel? Ich habe Bienen und Vögel gemalt. Da ist es ganz interessant. Das war mir vorher gar nicht so klar, dass eben diese kleinen Tiere ja unheimlich behaart sind zum Beispiel. Mhm. Das sieht man erst, wenn man versucht, Detailaufnahmen zu bekommen. Und das ist unheimlich interessant. Also das hat mein Interesse geweckt. Und es ist für mich, ich bin ja keine naturalistische Malerin, aber es gibt eben in diesen Momenten, in diesen Bildern immer so ein naturalistisch gestaltetes Element. Das ist das Tier und das ist interessant, sich daran abzuarbeiten. Ich finde eigentlich den Begriff malerische Bildcollagen für meine Bilder ganz zutreffend, weil ich gerne aus ganz unterschiedlichen Zusammenhängen zitiere. Das ist zum einen, betrifft das meine künstlerische Laufbahn sozusagen. Ich habe mich bisher mit figurativen Elementen auseinandergesetzt, die nehme ich wieder auf. Das ist das Thema der abstrakten Landschaft, was ich auch wieder aufnehme. Und ich habe mich in der Vergangenheit gerne auch mit der Ikonenmalerei beschäftigt. Daraus zitiere ich teilweise direkt auf meinen Bildern. Und in jüngster Zeit ist es die persische und die osmanische Miniaturmalerei, aus der ich durchaus direkt zitiere. Ein weiteres Bildgestaltungselement, insbesondere der Miniaturmalerei, ist ja die Kalligraphie, was ich persönlich sehr interessant finde. Auch das nehme ich auf, allerdings möchte ich ungern noch einen besonderen anderen Inhalt hinzugeben, deshalb ist es tatsächlich eine ausgedachte Schrift, mit der ich meine Bilder noch versehe.
eben in dem Moment, wo es wirklich so ist, dass ein Betrachter auf ein Bild trifft, das er auslesen muss, dann hat der Maler, der Künstler, es richtig gemacht. Mhm. Ja?